Asylbewerberheim im sächsischen Schneeberg. Letzte Woche versuchten Jugendliche unter dem Beifall der Nachbarn, das Gebäude anzuzünden. Erst mobilisierte die NPD gegen das Heim, heute war es pro Deutschland. Die Polizei gelassen. Der Senat hat Zweifel an der Wahrheit einiger Flüchtlingsgeschichten und wittert Asylbetrug. Rund um den Kiez werden gezielt Afrikaner kontrolliert. Oh. Es ist 2014, hat sich viel verändert? Eigentlich nicht wirklich. Hellersdorf, Schneeberg, Luckenwalde, Güstrow, Gemmering, Trier, Wolgast und Duisburg. Was? Die Liste ist noch länger. Wir rufen auf zu eskalieren, wenn sich nicht was ändert. Weil die Scheiße passiert flächendeckend. Es wird Zeit, dass wir paar Gesetze brechen. Vaterstaat mag das nicht, Politik im Landtag. Per Handschlag auf dem Weg zum Brandanschlag. Refugees welcome und bringt die Familie. In der Krise Bürgerinitiative agieren unterm Deckmantel. Kein Flüchtling lebt wie die Made im Speckmantel. Das kann mir keiner erzählen. Die SPD geht bitte keiner mehr wählen. Ihr fühlt euch bedroht von Flüchtlingen und Noten. Wir fühlen uns bedroht von rassistischen Idioten. Eins ist sicher, hier wird auf keinen Fall gewartet. Wir stehen bereit, wenn der Mob wieder startet. Ihr fühlt euch bedroht von Flüchtlingen und Noten. Wir fühlen uns bedroht von rassistischen Idioten. Eins ist sicher, hier wird auf keinen Fall gewartet. Wir stehen schon bereit, wenn der Mob wieder startet. Widerlich, dass man sowas sehen muss. Tausende Bürger auch von Nazis gestarteten Demos. Guck hin und verfolgt die Vervielfachung. Erschreckender Erfolg rassistischer Mobilmachung. Horrorszenarien, mediales Ungebälle schüren metaphorisch Angst vor der nächsten großen Welle. Hunderttausende kommen bald mit dem Boot her. Wird Bedrohung suggeriert, Scheinangriff wie Notwehr. Die Stadtbehörden, die Statistiken schön. Vermeiden Stigmata, vermeiden ein Imageproblem. Denn wer will das neue Lichtenhagen sein, das neue Hoyerswerda? Namen mit Namen verkaufen sich schwerer. Und so wird weiter gehetzt gegen Asylbewerber, hinter denen keine Lobby sitzt und die es eh schon schwer haben. Dabei ist klar, was passieren kann, man kennt die Gefahren. 22 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen. Ihr fühlt euch bedroht von Flüchtlingen und Boten. Wir fühlen uns bedroht von rassistischen Idioten. Eins ist sicher, hier wird auf keinen Fall gewartet. Wir stehen bereit, wenn der Mob wieder startet. Ihr fühlt euch bedroht von Flüchtlingen und Boten. Wir fühlen uns bedroht von rassistischen Idioten. Eins ist sicher, hier wird auf keinen Fall gewartet. Wir stehen schon bereit, wenn der Mob wieder startet. Bilder in meinem Kopf, seh die Bilder, kann sie nicht ertragen. Fühle Trauer, fühle Wut, Bock euch ins Gesicht zu schlagen. Euch vor Gericht zu tragen, nein, wir haben uns nichts zu sagen. Es ist nicht vorbei. Nein. 2014, Lichtenhagen. Ihr sucht einen Schuldigen dafür, dass ihr den Job verliert. So frustriert, nichts kapiert. Und der Mob marschiert. Dem Staat zu trauen wäre dumm und ignorant. Denn warum sollte er beschützen, was er selber nicht will? Abschiebung, Frontex, Stacheldraht und Tod. Warum sollte er beschützen, was er selber killt? Im Kampf gegen die Barbarei ist jedes Mittel legitim. Kein Bock auf Gewalt, doch hoff, ihr kriegt, was ihr verdient. Haha, Hass in meinem Kopf, bring mein Hass auf Papier. Wir kämpfen für die Menschen gegen das, was passiert. Bitte guck nicht weg, bitte misch dich ein. Stell dich wie eine Mauer vor das Flüchtlingsheim. Back in your system with extra strength. With this shit, I'll warm the nation from a distance. Really don't know who you dealing with. Well, I'll watch your step, your step. Once again. Somebody should have warned you. Don't fuck with mine.